Am Campus Steyr studierst du im internationalen Umfeld mit Austauschstudenten aus der ganzen Welt. Während des Studiums hast du auch die Möglichkeit, an einer der 100 Partneruniversitäten zu studieren. Ich habe einmal ein Semester lang ein Mädchen aus Hongkong betreut, also die werde jetzt dann auch noch ein Auslandssemester machen in Asien und die werde ich dann besuchen. Also man knüpft wirklich international Kontakt, in Spanien kenne ich schon Personen und das ist einfach ein tolles Erlebnis und das ist der große Vorteil hier in der Fachhochschule. Die bisherigen Absolventen können sich ruhig als international erfolgreich bezeichnen. Sie sind beispielsweise in Melbourne, Shanghai, Peking oder auch in den USA tätig. Mit einem Studium in Steyr bist du bestens für einen Managerjob in einem Unternehmen im In- oder Ausland gerüstet. Du lernst wirtschaftlich zu denken und zu handeln, Mitarbeiter zu führen, Geschäftsprozesse zu optimieren und Projekte erfolgreich abzuwickeln. Gerade dadurch, dass man eben schon mit Unternehmensprojekten und mit Praktika schon Kontakt in die Wirtschaft knüpft, ist einfach oft so, dort, wo man sein Praktikum gemacht hat, kann man dann auch weiterarbeiten. Also man knüpft erste Kontakte und deswegen sind auch die Chancen sehr hoch. Spezialisieren kannst du dich in sämtlichen Bereichen eines Unternehmens, wie zum Beispiel Beschaffung, Produktion, Logistik, Vertrieb, Marketing oder Controlling. Nach dem Studium stehen dir alle Möglichkeiten offen, eine Karriere im Management zu starten. Mit einem Fachhochschulstudium in Steyr sammelst du schon während des Studiums die nötige Praxiserfahrung. Und man lernt wirklich einen Theorieteil und erfährt von seinem Vortragenden gleich, wie das in der Praxis funktioniert, weil einfach jeder, der hier vorträgt, auch in der Praxis arbeitet. Das hat mir eigentlich, war für mich der hauptausschlaggebende Grund, warum ich hier studieren beginnen will. Weil man hier einfach sieht, für was man das Gelernte anwenden kann. Natürlich war es mal stressig, soll das Studium auch sein, aber ich sage mal, die Freizeit ist auch nicht so kurz gekommen. Also das hat schon passt. Dass die Studenten sich nicht nur beim Schulbankdrücken treffen, dafür sorgen die zahlreichen Freizeitaktivitäten rund um den Campus. Ja!